Angebliche Hightech-Präzisionsgeschosse und Lenkraketen mit einer Blindgängerquote von 60%. Kampfjets, die nicht schießen können, weil sie keine Munition haben. Panzer, die zu Hunderten zur Todesfalle für ihre eigene Mannschaft werden. Fortgeschrittene Waffensysteme, die auf Fahrzeuge mit rissigen Reifen aus der Sowjetzeit montiert sind. Und Granatwerfer, die beim Abschuss nicht den Gegner zerfetzen, sondern die eigene Mannschaft, sofern sich diese nicht sowieso schon wegen der abgelaufenen und verfaulten Lebensmittel, mit denen sie die ganze Zeit gefüttert wird, in Bauchkrämpfen windet. Man könnte meinen, dies sei die Handlung einer Komödie im Stile von Hotshots, aber in Wirklichkeit geht es um die russische Invasion in der Ukraine. Und es ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt aus dem unglaublich großen, fast schon unwirklich scheinenden Haufen von Fuck-ups der russischen Armee in diesem Krieg. Jahrelang dachten viele, Russland hätte eine Rüstungsindustrie von Weltrang. Klar, die russische Wirtschaft insgesamt ist nichts, womit man irgendwie herumprotzen könnte. Das Land ist kaum in der Lage, Produkte mit hoher Wertschöpfung wie Autos, Handys oder Software auf konkurrenzfähigem Niveau zu exportieren. Aber die Rüstungsindustrie war doch immer das Juwel in Russlands Krone. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, in Russland sind zwischen 2,5 und 3 Millionen Menschen in der Waffenproduktion beschäftigt. Das sind ganze 20% der Industriearbeitsplätze des Landes. Keine andere Volkswirtschaft kommt auf eine so große Abhängigkeit von der Rüstungsindustrie heran. Mit anderen Worten, es schien, als seien die Waffenfabriken in Russland die Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Die einzige Branche des verarbeitenden Gewerbes, die wirklich funktionierte. Dieses Bild hat uns Putin jedes Jahr bei den Militärparaden gezeichnet. Am 9. Mai eines jeden Jahres feiert Russland den Sieg im Zweiten Weltkrieg oder, wie man dort sagt, im großen Vaterländischen Krieg. Der Rote Platz in Moskau füllt sich mit Menschen, welche die neuesten Waffen der Armee sehen wollen. Die unglaublich tollen Sukhoi Su-34 Kampfjets vollführen Kunststücke. Moderne Armata-Panzer rollen durch die Straßen und die ganze Welt erschaudert, wenn Putin seine Atombomben vor dem Kreml spazieren fährt. Selbst viele gestandene Experten im Westen haben sich von dieser perfekten Show blenden lassen und dachten, Russland hätte die militärische Stärke, um die Ukraine innerhalb von wenigen Tagen zu besiegen. Aber die Wahrheit über eine Armee, der ultimative Test der militärischen Macht eines Landes, zeigt sich nicht in einer Parade, sondern einzig und allein im Krieg. Und mit der Invasion in die Ukraine erleben wir, dass jene Zustände, die in der russischen Wirtschaft zur Norm geworden sind, auch für die Rüstungsindustrie gelten. Die Wunschträume vieler Russonationalisten und ihrer Sympathisanten sind auf die härteste aller Realitäten getroffen. Und die Ironie daran, sie haben es selbst so gewollt. Die USA schätzen die Ausfallrate einiger russischer Raketen auf bis zu 60%. Im ersten Video unserer Trilogie über das russische Militär im Krieg, welches wir vor einer Woche veröffentlicht haben, ging es um die Struktur der Armee. Heute knüpfen wir uns den zweiten kriegsentscheidenden Bereich vor, ihre Bewaffnung und Ausrüstung. Im nächsten wird es dann direkt um die Konfrontation mit der Armee der Ukraine gehen. Vergesst also bitte nicht das Abo und auch nicht das Glöckchen. Denn selbst falls ihr schon ein Abo habt, solltet ihr das Glöckchen aktivieren, denn das Abo alleine ignoriert der YouTube-Algorithmus mittlerweile weitgehend, wenn er euch neue Videos vorschlägt. Und ihr wollt doch keines unserer spannenden Videos verpassen, oder? Tja, liebe Visualpolitik-Zuschauer, nach allem, was Russland während seines Kriegs in der Ukraine vorgeführt hat, könnte das Fazit nicht klarer sein. Die russische Rüstung bleibt weit hinter den Erwartungen und vor allem jenem Hype zurück, den sie jahrelang ausgelöst hatte. So weit, dass das schiere Ausmaß des Versagens selbst uns überrascht hat und das, obwohl wir bereits vor anderthalb Jahren eklatante Defizite bei der Modernisierung der russischen Armee aufgezeigt haben, welche Putin 2008 zu seiner obersten Priorität gemacht hatte. Das Video hierzu verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Und das heutige Video ist sozusagen ein Update zum damaligen, etwas, worum uns viele Zuschauer gebeten haben. Vergesst bitte nicht, dass wir über ein Land sprechen, das seit einigen Jahren mehr als 5% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Zum Vergleich, Deutschland hat angekündigt, dass es 2% ausgeben wird und das scheint eine historische Kraftanstrengung zu sein. Mit anderen Worten, Russland hat all seine verfügbaren Ressourcen in die Verbesserung seiner Waffen gesteckt. Zumindest jene, welche die Oligarchen und Generäle nicht unbedingt für ihren luxuriösen Lebensstil benötigten. Gut, es stimmt zwar, dass niemand erwartet hatte, dass das russische Arsenal das der Vereinigten Staaten übertreffen würde, aber im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem der Ukraine, schien Russland eine militärische Supermacht zu sein. Wir sehen nun jedoch, dass die Ergebnisse der Rüstungs- und Militärreformen Putins eine echte Katastrophe sowohl für das Land als auch seine Potjemkinsche Armee darstellen. Man könnte sagen, Russland hat Milliarden von Rubel in die Herstellung von Waffen investiert, die sich nun entweder als vollkommener Schrott herausgestellt haben oder so dämlich zum Einsatz kamen, dass sie als solche endeten. Oder noch besser, massenhaft den Ukrainern in die Hände fielen. Tatsächlich hat sich Russland während der letzten zwei Monate als der größte, wenn auch unfreiwillige
Waffenlieferant der Ukraine entpuppt, zumindest was einige Waffengattungen wie Panzer angeht. Dank dessen verfügt die Ukraine heute sogar über mehr Panzer und gepanzerte Fahrzeuge als vor dem Krieg, selbst wenn man die Lieferungen aus dem Westen herausrechnet. Und die Frage ist natürlich, warum eigentlich? Was in aller Welt ist in Russlands Militärindustrie schiefgelaufen? Wie konnte es nur so weit kommen? Warum unterhält Russland, obwohl so viel Geld investiert, ein so veraltetes Arsenal? Heute werden wir all diese Fragen beantworten, und zwar erstmal mit einem kurzen Blick in die Geschichte. Denn wie so oft finden wir dort die Ursachen der ganzen Misere. Vom Kommunismus in den Merkantilismus. Welches ist das berühmteste Sturmgewehr der Welt? Ganz genau, die AK-47, besser bekannt als die Kalaschnikow. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist die Kalaschnikow ein sowjetisches Fabrikat. Bei einer solchen Ikone der Rüstungsindustrie würden viele von euch denken, dass die Sowjetunion eine Waffenindustrie von Weltklasse hatte. Doch die Realität sah ganz anders aus. Fast jede Waffe aus dem sowjetischen Arsenal lässt sich in einem Meme zusammenfassen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Erwartung und Wirklichkeit. Die sowjetische Rüstungsindustrie wurde von unrentablen Staatsbetrieben, veralteten Fabriken und vor allem von viel Korruption dominiert. Natürlich gibt es Korruption überall in der Rüstungsindustrie rund um den Erdball. In den Vereinigten Staaten gibt es eine enge Allianz zwischen der Regierung und privaten Unternehmen, den militärisch-industriellen Komplex, und wir haben auf Visualpolitik schon mehrfach darüber gesprochen. Auch über die Probleme. Ein Beispiel ist die F-35. Washington musste seine Flotte von Kampfjets erneuern. Deswegen haben sie eine Ausschreibung durchgeführt, bei der mehrere private Unternehmen Angebote abgaben. In diesem Fall waren die Hauptkandidaten Boeing und Lockheed Martin. Am Ende gewann Lockheed Martin den Wettbewerb und erhielt einen Auftrag im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Natürlich hat sich gezeigt, dass dieses System seine Probleme hat. Private Unternehmen wollen ihren Gewinn maximieren. Sie locken ihre Auftraggeber in Abhängigkeitsverhältnisse und beschäftigen ein Heer von Lobbyisten, um Politiker, Beamte und Militärs zu beeinflussen. Das Ergebnis sind Wettbewerbsverzerrungen und gigantische Budgetüberschreitungen, wie zum Beispiel im Fall der F-35. Wir sprechen hier von mehr als 400 Milliarden Dollar, die aus der Tasche des Steuerzahlers gelockt wurden, um den Gewinn eines Privatunternehmens zu steigern. Man kann also und muss viele Aspekte an diesem System kritisieren. Aber trotz all seiner Probleme hat das amerikanische System die beteiligten Unternehmen immerhin in die Lage versetzt, die modernsten Waffen der Welt zu entwickeln und vor allem in ausreichenden Stückzahlen zu produzieren. Irgendwie hat der jahrzehntelange Wettbewerb zwischen den Unternehmen doch einigermaßen funktioniert. Der Sowjetkommunismus basierte jedoch auf der gegenteiligen Idee. Die gesamte Wirtschaft hing vom Staat und einer zentralen Planung ab. Die Rüstungsindustrie beruhte daher auf staatlichen Monopolen. Und ja, gerade in der Rüstung gab es eine große Ausnahme. Das Militär wollte im Gegensatz zu Ivan Normalgenosse schon eine gewisse Wahl haben und beauftragte daher oft mehrere Ingenieur- und Designbüros parallel mit der Entwicklung desselben Auftrags. Mit Hilfe dieses Wettbewerbs bekamen sie recht gute Entwürfe und Prototypen hin, die durchaus mit ihren westlichen Pendants mithalten konnten. Das Problem war jedoch, dass diese Konkurrenzmechanismen auf die Entwicklungsphase begrenzt waren. In der Produktion kam wieder die zentrale Planung zum Einsatz. Es gab zwar eine Menge Redundanz, um zum Beispiel Produktionsausfälle abfangen zu können, wenn im Kriegsfall Werke im Westteil des Landes verloren gehen, aber auch diese beruhte nur auf klassischer Planwirtschaft. Nun ja, die Ergebnisse waren und sind für alle sichtbar. Ronald Reagan wettrüstete die Sowjetunion an die Wand, und das heutige Russland hat es noch nicht einmal fertiggebracht, moderne Waffen in ausreichender Stückzahl und Qualität zu produzieren, um die Ukraine militärisch dominieren zu können, von der NATO mal ganz zu schweigen. Galt Russland vor dem Krieg mit der Ukraine vielen noch als zweitgrößte Militärmacht auf dem Planeten, stellt sich nun die Frage, ob es überhaupt noch zur Top 10 zu zählen ist. Aber ich weiß, was ihr jetzt denkt. Mark, die Sowjetunion ist vor 30 Jahren verschwunden. Russland hat den Kommunismus aufgegeben, den Kapitalismus eingeführt, und niemand, der bei Verstand ist, würde sagen, dass Wladimir Putin ein eingefleischter Kommunist sei. Nun ja, das alles stimmt, aber nur zum Teil. Ja, seit Jahrzehnten befindet sich Russland in einem System, das nur noch wenig mit der bolschewistischen Revolution zu tun hat. Aber es hat den Kapitalismus mit freier oder sozialer Marktwirtschaft nie angenommen. Wir haben vor kurzem ein Video darüber gedreht, dass Russland zwar vor Jahrzehnten den Kommunismus aufgab, aber noch immer
eine stark zentralisierte Wirtschaftsstruktur aufweist, die eher einem von Klicken gesteuerten Merkantilismus entspricht. Der Staat, was auch immer das in Russland bedeutet, spielt immer noch eine zentrale Rolle in allen Branchen inklusive der Rüstungsindustrie. Warum aber haben die Russen ihre Lektion aus der Niederlage im Kalten Krieg nicht lernen wollen? Rückschläge können doch auch eine Chance in sich bergen, seine Strategie zu überdenken und es in Zukunft besser zu machen. Nun, bei näherer Betrachtung wollten sie dies durchaus. Putin ließ nach der Blamage in Georgien eine detaillierte Analyse durchführen und baute auf ihren Ergebnissen eine Armeereform auf. Die Russen wollten dazu lernen und ihre Rüstungsindustrie grundlegend modernisieren. Das Problem war nur, sie zogen die falschen Schlüsse. Welche genau? Nun, das sehen wir uns jetzt sofort an. Die Denkweise der Siloviki. Ich weiß, was viele von euch denken. Wenn ihr wollt, dass eure Unternehmen wettbewerbsfähig sind, ist es das Beste, sie zu privatisieren, damit sie miteinander konkurrieren können, nicht wahr? So würde es zumindest die Logik der freien Marktwirtschaft diktieren. Aber Putins Russland funktioniert nach einer ganz anderen Logik. Laut Wladimir Putin war das Problem des Kommunismus nicht die zentralisierte Wirtschaft, sondern eine Wirtschaft, die auf ideologischen Prinzipien basierte. Er meinte, wenn man die Effizienz des Systems verbessern will, reicht es aus, die Manager auszutauschen. Statt Parteigenossen mit besten Noten in Fächern Marxismus und Leninismus sollten Technokraten an die Spitze rücken. Natürlich Technokraten, die im Schoße des KGB geschmiedet wurden und die eine eigene pragmatische Mentalität haben, völlig frei von der Romantik des Kommunismus oder einer anderen Ideologie. Diese Art von Mensch hat einen Namen, Siloviki. Wie lautet also Putins Formel, um seine Militärindustrie fit fürs 21. Jahrhundert zu machen? Ganz einfach, er installierte seine Siloviki einfach in alle Führungspositionen. So entstand 2007 Rostec, ein Konglomerat von Unternehmen, welches als große Schirmgesellschaft der russischen Verteidigung dienen sollte. Unter diesem Dach befinden sich mehr als 700 Rüstungsunternehmen, die sich allesamt in Staatsbesitz befinden. Der Gedanke dahinter, indem wir Unternehmen zusammenfassen, können viele Redundanzen vermieden werden, alles nach rein technokratischen, hyperpragmatischen Kriterien. Und wer ist der CEO von Rostec? Nun, kein anderer als Sergei Chemezov, ein ehemaliger Kollege von Wladimir Putin. Beide haben zusammen in den Dresdner KGB-Büros gearbeitet, mit anderen Worten ein Siloviki wie aus dem Lehrbuch. Und ihr werdet euch fragen, ob Rostec es wirklich geschafft hat, die Kosten zu senken und effizienter zu werden. Nun ja, durchaus. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, 2008 hatten alle Unternehmen unter dem Dach von Rostec zusammen fast 800.000 Beschäftigte und im Jahr 2014 waren es nur noch 440.000. Seit seiner Gründung hat Rostec nicht aufgehört, alle Arten von Rüstungsunternehmen zu absorbieren. Die Unternehmensführung hat sogar zugelassen, dass privates Kapital in einige der größten russischen Rüstungsunternehmen einsteigt. Als prominentes Beispiel sei der Hersteller der legendären AK-47 genannt. Satte 74% des Konzerns Kalaschnikow befinden sich in privater Hand. Die massive Expansion von Rostec brachte jedoch ein gravierendes Problem mit sich. Durch die Übernahme von immer mehr Unternehmen hat Rostec am Ende noch mehr Monopole konsolidiert und das führte zu ganz, ganz vielen Problemen. Fangen wir mit einem klassischen Beispiel an: Kampfjets. Die Vereinigten Staaten arbeiten mit vier großen Herstellern zusammen: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon und Airbus. Ja, Airbus ist ein europäisches Unternehmen, aber es hat auch Verträge mit dem Pentagon. Im Falle Russlands werden aber praktisch alle Kampfjets von ein und demselben Unternehmen hergestellt: UAC, das natürlich unter dem Dach von Rostec angesiedelt ist. Aber reicht es denn wirklich aus, einen Siloviki an die Spitze eines Monopolherstellers zu setzen, um diesen wettbewerbsfähiger zu machen? Nun, urteilt selbst. Am besten anhand eines weiteren großen russischen Rüstungsunternehmens, Almaz Antey. Dieser Konzern ist nicht von Rostec abhängig, sondern befindet sich direkt im Besitz des russischen Finanzministeriums. Er beschäftigt 100.000 Menschen, macht ca. 7 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und sein Geschäftsführer ist, wer hätte es gedacht, ein weiterer Siloviki. In diesem Fall handelt es sich um Viktor Ivanov, seines Zeichens ebenfalls ehemaliger KGB-Agent. Zu Almaz Antey gehört unter anderem NPO Novator und ihr fragt euch vielleicht, warum wir uns gerade für diese Firma interessieren. Nun, sie stellt so gut wie alle russischen Präzisionsraketen her. Ja, genau die Raketen, über die wir am Anfang dieses Videos gesprochen haben und die sich bei der Invasion in der Ukraine als so fehleranfällig erwiesen haben. Nun, die Wahrheit ist, dass es sich im Grunde bei all dem um keine große Überraschung handelt. Um euch eine Vorstellung zu geben: 2017 war NPO Novator in der Lage, in 6 Monaten gerade mal 60 Kaliber-Raketen zu produzieren. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese Zahlen lächerlich, wenn wir bedenken, dass Russland in nur einem Kriegsmonat mehr als 1200 Raketen auf Ziele in der Ukraine abgeschossen hat.
Aber gibt es im gesamten russischen Verteidigungskomplex nicht auch private Unternehmen? Nun, doch, die gibt es. Erinnert ihr euch zum Beispiel an die abgelaufenen Konservendosen, mit denen die Russen ihre Soldaten an der Front füttern? Nawalny entlarvt ein Kartell, das angeblich Milliarden verdient durch Deals mit dem russischen Militär. Ratet mal, von welchem Kartell wir hier sprechen. Richtig, es handelt sich um ein Netzwerk von Catering-Unternehmen, das Jewgeni Prigoschin gehört, der, ganz große Überraschung, ein persönlicher Freund Putins ist. Dieser feine Herr ist als Putins Koch bekannt. Ihm gehören Restaurants und Catering-Unternehmen und nebenbei noch die Söldner der Wagner-Gruppe. Wir haben über ihn schon mal ausführlich in einem früheren Video gesprochen, das ihr euch gerne nachher ansehen könnt. Ich werde es hinter dem i und in der Beschreibung verlinken. Und wie Alexej Nawalny und seine Mitarbeiter berichtet haben, gelang es Prigoschin, alle öffentlichen Ausschreibungen für die Versorgung der Truppe mit Essen zu umgehen und so zum Chefcaterer der russischen Armee zu werden. Das Ergebnis? Nawalny sitzt im Gefängnis und russische Soldaten müssen verdorbenen Fraß von Prigoschin in sich hineinstopfen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass fast alle Staaten nur noch in einer Disziplin miteinander wetteifern. Selbstsabotage. Aber eine wichtigere Frage, die sich viele von euch jetzt sicher stellen, lautet: Moment mal, du hast gesagt, dass die Raketenfabrik nur 60 Präzisionsraketen in 6 Monaten produzieren kann, aber Russland hat schon mehr als 1200 Raketen verschossen. Wie ist das überhaupt möglich? Woher haben sie denn überhaupt so viele Raketen? Nun, das werden wir jetzt klären. Theorie und Praxis. Die Schlüsselfrage, die sich sehr viele, sogar viele Experten und Militäranalysten die ganze Zeit gestellt haben, lautete vor allem: Wie ist es überhaupt möglich, dass Russland nicht in der Lage war, die Lufthoheit zu erlangen? Das heißt, warum war die russische Luftwaffe nicht fähig, die ukrainische Flugabwehr zu zerstören oder zumindest so zu schwächen, sodass sie ohne Probleme alle erdenklichen Ziele im Land nach eigenem Gutdünken bombardieren kann? Ich meine, denk mal darüber nach. Die Ukraine hat nur 134 Kampfjets und die stammen alle aus der Sowjetära. Russland verfügt über fast 1200 Kampfflugzeuge, von denen 300 einsatzbereit gemacht wurden, um die Ukraine anzugreifen. Und wir reden hier von modernen Kampfjets. Vergesst nicht, dass Russland Milliarden in die Modernisierung seines Militärs investiert hat, auch in die Luftwaffe. Da wäre zum Beispiel die Sukhoi Su-34, ein Jagdbomber, der 2008 in Dienst gestellt wurde. Auf dem Papier können diese Jagdbomber mit ihrem US-Pendant, der F-15E, ohne Probleme konkurrieren. Man könnte sagen, dass sie zu den besten Kampfflugzeugen Russlands gehören. Das Problem ist jedoch, dass sie nicht genug Präzisionsmunition zur Verfügung haben. Das mag lächerlich klingen, aber alle Daten deuten darauf hin, dass Russland ganz einfach nicht über ausreichend Präzisionsmunition verfügt, um diesen Krieg vernünftig führen zu können. Wir sprechen von solchen mit intelligenten Hightech-Zündern, die nicht erst beim Aufschlag, sondern noch in der Luft detonieren sollen, sodass ihre Explosion Truppen in Verteidigungspositionen auszuschalten vermag. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum es Russland ausgerechnet an diesem Typ fortgeschrittener Munition mangelt, wenn es doch dauernd mit Dingen wie Hyperschallwaffen herumprotzt. Nun schauen wir uns das Beispiel Luft-Luft- und Luft-Boden-Raketen an. Jede dieser Raketen, die von einem Flugzeug abgefeuert wird, hat eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Das heißt, wenn ihr in den Krieg ziehen wollt, sollten eure Waffenfabriken besser mit voller Kapazität produzieren. Aber wie wir bereits gesehen haben, kämpfen die russischen Fabriken mit demselben großen Problem wie damals die sowjetischen. Den oft unterschätzten Tücken der Massenproduktion und den vertrackten Untiefen der Qualitätssicherung. Und glaubt mir, davon weiß ich ein Liedchen zu singen, durfte ich mich während meines Berufslebens als Softwareingenieur doch auch einige Jahre dem Qualitätsmanagement der Produktion eines führenden deutschen Automobilherstellers widmen. Nicht zufällig wurde Tesla von den etablierten Herstellern jahrelang belächelt. Sie wussten genau, dass die Herstellung von Prototypen oder kleinerer Stückzahl eine ganz andere Herausforderung darstellt als die Skalierung des Outputs auf Tausende, Zehntausende oder gar Hunderttausende von Einheiten. Jede dieser Skalierungsstufen stellt eine eigene Welt für sich dar. Und deswegen erklärte Elon Musk ja auch genau dies zur absoluten Chefsache bei Tesla. Deswegen verbrachte er unzählige Tage und Nächte vor Ort in seinen Fabriken, bis alles flutschte. Tja, Musk hat erkannt, worauf es wirklich ankommt und so die etablierten Konzerne geschlagen. Und vielleicht hätte auch Putin in jungen Jahren sein Zelt in den Munitionsfabriken aufschlagen sollen, anstatt für seine Fanboys mit nacktem Oberkörper beim Fischen zu posen. Das Ergebnis sehen wir jetzt in der Ukraine. Die Sukhoi F-34 der neuesten Generation müssen dumme Munition verschießen, was dann eventuell auch für Nachrichten wie diese verantwortlich ist. 3 Tote bei russischem Luftangriff auf Entbindungsklinik. Überlegt mal, ein Angriff auf eine Entbindungsklinik ist nicht nur eine Gräueltat,
Es ist auch ein taktischer Fehler. Das Ziel eines Angriffs ist es, die gegnerische Verteidigung zu zerstören. Kinder in einem Krankenhaus zu töten ist nicht nur grausam, sondern dient auch keinem strategischen Ziel. Kriegsverbrechen wie diese führen nur dazu, dass der Gegner seine Reihen noch fester schließt und noch mehr Verbündete mobilisieren kann, die noch entschlossener vorgehen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wir wollen mit dem Argument der fehlenden Präzision keinerlei russische Kriegsverbrechen entschuldigen oder verharmlosen. Terror gegen die Zivilbevölkerung ist ein fester Bestandteil russischer Kriegsführung, von Tschetschenien bis Syrien. Aber viele zivile Opfer sind eben auch das Ergebnis des Mangels an Präzisionsmunition. Dies ist ein wichtiger Bestandteil einer objektiven Analyse. Die geringe Verfügbarkeit an Präzisionsraketen stellt natürlich auch ein großes Problem für die russischen Flugzeuge und Hubschrauber selbst dar. Sie sind gezwungen, sehr niedrig zu fliegen und wie ihr euch vorstellen könnt, ist ein Kampfjet, der niedrig fliegt, ein sehr leichtes Ziel, gerade für die mobile Flugabwehr. Die russische Luftwaffe verliert ihre besten Jets über der Ukraine. Ganz genau. Russlands Flugzeuge stürzen ab, wie die fliegen, weil sie keine geeignete Munition haben, mit der sie sicher angreifen könnten. Ihre Piloten sind gezwungen, abenteuerliche Manöver zu fliegen, die wahrlich vorsintflutlich wirken. So als ob sie mit einer Art Zeitmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg ins 21. Jahrhundert katapultiert worden wären. Dutzendweise werden russische Kampfhubschrauber dabei gesichtet, wie sie ihre Raketen blind in den Himmel schießen. Und die Leute fragen sich, ob die Piloten verrückt geworden seien oder Sabotage betreiben würden. Nun, die Antwort lautet, nein, sie sind nicht verrückt, aber verdammt verzweifelt. Sie haben Angst, sofort abgeschossen zu werden, wenn sie gemäß ihrer Bewaffnung nah genug an ihre Ziele heranfliegen, denn sie haben keine Raketen, die weit genug fliegen oder ihr Ziel selbstständig finden würden. Aus diesem Grund sind sie gezwungen, dieses irrewitzige Manöver zu fliegen. Sie fliegen mit hoher Geschwindigkeit heran, ziehen die Nase steil nach oben und feuern dabei all ihre Raketen quasi als ballistische Geschosse auf einer Parabelbahn ab, in der Hoffnung, dass so wenigstens ein paar von ihnen ihr Ziel treffen. Und ähnlich ergeht es auch den Kampfjets. Den Russen die Luftüberlegenheit zu verweigern, war die Grundlage des bisherigen ukrainischen Erfolgs. Dies ermöglicht es den ukrainischen Streitkräften, sich weitgehend frei zu bewegen und erhöht gleichzeitig die Nervosität bei den russischen Truppen, den ukrainischen Luftangriffen ausgesetzt zu sein. Dabei hatten die Ukrainer eigentlich nie vor, die Lufthoheit für sich zu beanspruchen. Die russische Luftwaffe ist zu groß und die russischen Streitkräfte sind gut mit Luftabwehrsystemen ausgestattet. Dass sie es trotzdem geschafft haben, basiert auf einer Verkettung glücklicher Umstände. Die ukrainischen Streitkräfte konnten Russland tatsächlich daran hindern, die Kontrolle über den Luftraum zu erlangen, indem sie eine Reihe von Systemen miteinander kombinieren. Haben. Darunter eine kleine Zahl hocheffektiver MiG-Starrflügler, fortschrittliche Luftabwehrsysteme und vor allem eine große Zahl tragbarer Luftabwehrwaffen wie Stinger-Raketen. Als Militärmacht, die sich traditionell immer darauf verlassen hat, durch ihre schier endlose Masse an Bodentruppen zu siegen, ja, auf diese Strategie gar stolz ist, haben die Russen nicht nur die Bedeutung der Luftüberlegenheit unterschätzt, sondern auch die Komplexität, sie zu erlangen. Anstatt ihre Luftwaffe darauf auszurichten und auszubilden, als allererstes den Himmel zu beherrschen, beschränkten sie sie auf eine reine Unterstützungsfunktion für Bodentruppen. Vielleicht handelt es sich hierbei um das größte der vielen Versäumnisse von Putins Armeereform. Die russische Luftwaffe leidet nach wie vor unter einer mangelhaften Logistik und dem Fehlen einer regelmäßigen und realistischen Ausbildung. Denn die autokratische russische Kleptokratie traut den Offizieren der unteren und mittleren Ränge, wohl auch zu Recht, nicht über den Weg und lässt daher auch nicht die kreative und flexible Entscheidungsfindung zu, auf die sich die NATO-Luftstreitkräfte verlassen können und welche in den letzten Jahren auch die Ukrainer gelernt haben. Die russische Luftwaffe kann so zwar vereinzelt ukrainische Stellungen bombardieren. Aufgrund ungeeigneter Munition sind diese Einsätze jedoch hochgradig riskant und eher von der Sorte schnell rein und wieder raus. Eine kontinuierliche Lufthoheit sieht anders aus. Und da die Ukrainer auf diese Weise die Mobilität ihrer Streitkräfte aufrechterhalten haben, konnten sie die Städte in Festungen und Straßensperren verwandeln, was die russische Logistik und Kommunikation erheblich erschwert. Vor diesem Video haben einige Zuschauer in den Kommentaren gesagt, dass sie einfach nicht verstehen können, warum die Russen vor dem Einfall mit ihrer Landarmee nicht erstmal alle Verteidigungsstellungen und die Infrastruktur der Ukraine zerbombt haben, so wie zum Beispiel die Amerikaner im Irakkrieg. Nun, ich glaube, jetzt habt ihr die Antwort. Sie konnten es einfach nicht, aus den hier genannten Gründen. Und wir könnten mit diesen Beispielen ewig weitermachen, denn eine ähnliche Verkettung von, je nach Sicht, glücklichen oder unglücklichen Umständen wurden auch den Panzertruppen Russlands zum Verhängnis. Der Aggressor hat in diesem Krieg bereits mehr als 1100 Panzer verloren. In der zum Zeitpunkt des Drehs dieses Videos ablaufenden Schlacht um den Donbass verliert die russische Armee dabei im Schnitt 30 Panzer pro Tag. Damit ihr euch eine Vorstellung von der Intensität dieser Gefechte und Verluste machen könnt,
Diese Zahlen entsprechen in etwa den Panzerverlusten der Wehrmacht während der größten Landschlacht der Weltgeschichte, der Schlacht um Kursk während der sogenannten Unternehmenszitadelle, der letzten deutschen Großoffensive im Krieg gegen die Sowjetunion im Jahr 1943. Vereinzelte Gruppen von Tigerpanzern brachen durch. Die neuen Panther waren weniger erfolgreich. Überall setzte ihnen die sowjetische Infanterie nach. Der Unterschied zu damals besteht jedoch darin, dass die Deutschen überproportional viele ältere Panzer wie den Panzerkampfwagen 3 verloren haben, so dass sie mit Hilfe der immer noch gut laufenden Rüstungsproduktion diese Lücken gut mit neuen, moderneren Panzern wie dem Panther auffüllen konnten. So waren die Nazis trotz ihrer gigantischen Verluste in der Lage, den Krieg noch weitere 2 Jahre fortzuführen. Und nun spulen wir in die Zeit bis in die Gegenwart vor. Im Jahr 2022 gibt es in Russland nur noch einen einzigen Panzerhersteller, Ural-Wagon-Zavod. Dieser gehört ebenfalls zu Rostec, beschäftigt 30.000 Mitarbeiter und macht normalerweise 2 Milliarden Dollar Umsatz bei einem maximalen Produktionsoutput von 200 bis 400 Panzern pro Jahr. Die russische Armee verbrennt also momentan alle 10 Tage eine komplette Jahresproduktion an Panzern. Das heißt, allein um die bisherigen Verluste wieder aufzufüllen, müsste Ural-Wagon-Zavod 4 Jahre lang volle Pulle produzieren. Und das allergrößte Problem ist, dass sie dies gar nicht mehr können. Berichten zufolge mussten sie die Produktion gar vollständig stoppen, da aufgrund der Technologiesanktionen und gestörter Lieferketten akuter Mangel an wichtigen Teilen besteht, die nur von ausländischen Herstellern geliefert werden können. So, und dieses Problem betrifft natürlich nicht nur Panzer, sondern so gut wie jede russische Waffe, die auch nur ein bisschen fortgeschrittener ist als das Zeug aus den 1980er Jahren. Abgeschossene russische Drohnen waren voller westlicher bzw. japanischer, koreanischer und taiwanesischer Komponenten, die zum Beispiel für Fotokameras gedacht waren. Russland kann auch keine intelligenten Sensoren herstellen, welche für Lenkraketen und die flughöhenabhängige Zündung von Artilleriegranaten benötigt werden. Man könnte diese Aufzählung endlos weiterführen und sie würde am Ende immer nur zu einem einzigen Ergebnis führen. Die russische Armee verfügt in ausreichender Stückzahl nur über dumme Low-Tech-Waffen und Munition und muss damit gegen Ukrainer kämpfen, die von der NATO mit immer mehr Hightech-Systemen ausgerüstet werden. Mittlerweile ist dieses Thema sogar in die Propaganda-Talkshows des russischen Staatsfernsehens durchgedrungen. Aber auch die Diskussion dort zeigt, dass die Russen wirklich null dazugelernt haben. So wurde dort von Experten tatsächlich die totale Umstellung der kompletten russischen Wirtschaft auf eine zentral gelenkte Kriegswirtschaft im Rahmen einer Generalmobilmachung vorgeschlagen. Wow, was für eine grandiose Idee! Produktionsanlagen für die fehlenden Hightech-Komponenten zu schaffen, könnte Jahre dauern, was angesichts des Tempos, in dem das russische Arsenal in der Ukraine dezimiert wird, vollkommener Irrsinn ist. Genauso wie die Idee einer Generalmobilmachung, denn die mit Low-Tech-Equipment ausgestatteten Reservisten hätten keinerlei Chance gegen die mit NATO-Waffen frisch belieferten Ukrainer. Wie will außerdem eine Armee, die schon die Logistik für knapp 200.000 Mann nicht hinbekommt, diese für Hunderttausende von Reservisten bewerkstelligen? Nein, eine Generalmobilmachung wäre für die nichts anderes als ein Gewaltmarsch zur ukrainischen Schlachtbank, ein Massaker unvorstellbaren Ausmaßes. Der Offenbarungseid der russischen Rüstungsindustrie stellt jedoch nicht nur eine Katastrophe für Russland als Kriegspartei dar, sondern auch für dessen weitere Zukunft als Waffenexporteur. Vergessen wir nicht, dass Waffen und Rohstoffe die einzigen Güter darstellen, mit denen Russland noch auf dem Weltmarkt punkten kann. Das Versagen seiner Waffen im Krieg in der Ukraine ist für seine Rüstungsindustrie jedoch so etwas wie eine negative Werbekampagne, und zwar gigantischen Ausmaßes. Es handelt sich quasi um die totale Entzauberung, eine Giftpille, Exportsanktionen, die sich das Land quasi selbst auferlegt hat. Dem Kreml werden durch die wegbrechenden Exporteinnahmen, so auch nach einem möglichen Ende des Krieges, weitere Mittel für die Aufstockung des eigenen Arsenals fehlen. Bereits während der Schlacht um Kiew hat sich gezeigt, dass die russische Armee außerdem nicht über die sehr wichtigen logistischen und koordinativen Kapazitäten verfügt, um Offensivoperationen tief im feindlichen Gebiet zu unterstützen. Sie war einfach nicht in der Lage, ihre Kampfeinheiten an der Front mit all dem zu versorgen, was diese brauchten. Und wir sprechen hier nicht nur über Artillerieunterstützung, Luftunterstützung und Flugabwehr, sondern über vollkommen grundlegende Dinge wie Essen, Treibstoff und Munition. Es war ein großer Fehler, die Hauptoffensive in 4 große Achsen aufzuteilen, wenn man keine funktionierende Expeditionslogistik hat, etwas, in dem die Amerikaner absolute Experten sind. Die Russen müssen ihre Fronttruppen jedoch von Logistikbasen in Russland und Weißrussland aus versorgen, und da es zur Front um Kiew keine geeigneten Eisenbahnlinien gab, waren sie gezwungen, alles auf Lastwagen zu laden. Das Problem? Da die Generäle und
Silowiki das Geld lieber in funkelnde Showwaffen und ihre Villen investiert haben, verfügt das gesamte Militär gar nicht über genügend Lastwagen, um eine so breit angelegte Offensive zu versorgen. Woher wir das wissen? Nun, die Russen mussten sogar weite Teile ihrer Kriegslogistik mitten in Feindesland mit zivilen Lastwagen durchführen. Ein sehr ungewöhnliches Vorgehen. Und dann haben die Ukrainer ihre LKWs natürlich zerstört oder lahmgelegt, wodurch die Nachschublinien vollkommen zusammengebrochen sind. Sie waren also nicht mehr in der Lage, die vorderen Einheiten mit denen zu versorgen, was diese zum Weiterkämpfen und Überleben brauchen. Und all das erklärt, warum ihre Invasion in der Ukraine so merkwürdige Bilder wie dieses hervorgebracht hat. Und ich weiß, was viele von euch jetzt denken. Lass uns das bitte mal klarstellen, Mark. Willst du wirklich sagen, dass die Russen so doof sind, einfach in den Krieg zu ziehen, ohne ordentlich funktionierende Logistik und sogar ohne geeignete Munition? Nun, das Problem ist, dass ein politisches System, das seinen Leistungsträgern die falschen Anreize bietet, langfristig einfach zum Scheitern verurteilt ist. Mit Bill Clintons Worten: It's the economy, stupid. Auch wir haben immer wieder darauf hingewiesen. Die russische Wirtschaft ist so konzipiert, dass kein Unternehmen der Kontrolle Putins und seiner Clique entkommen kann. Doch bei dieser Kontrolle geht es nicht um Qualität. Sie kann nicht jener Kultur der Korruption entkommen, aus welcher sie selbst sprang. Denn welches Personal steht Putin schließlich zur Verfügung, sowohl in der Rüstungswirtschaft als auch in der Armee? Wer ist bereit, sein Lakai zu sein? Was für ein Generalstab entwirft eine derart miserable Kampagne, wie wir sie gesehen haben? Nun, es muss ein Generalstab sein, der hauptsächlich darauf fixiert ist, sich selbst zu bereichern und nicht wirklich weiß, was er tut. Da ziehen sie über ein Jahr lang Truppen an der Grenze zusammen und schicken dann zur Versorgung der Invasion aber nur Lastwagen in die Ukraine, die kaputt gehen, weil sie einfach zu alt, schlecht oder gar nicht gewartet waren und weil unter den Soldaten nicht genügend ausgebildete Mechaniker waren, welche die Fahrzeuge vor Ort hätten bergen und reparieren können. Wir haben unzählige Fotos und Videos von russischen LKWs gesehen, die am Straßenrand liegen, denen scheinbar nichts fehlt, aber man kann sehen, dass Flüssigkeit aus den Radkästen austritt oder dass die Motoren ausgefallen sind. Das alles bedeutet, dass diese LKW wahrscheinlich Monate oder Jahre lang einfach nur in irgendeinem Depot herumstanden, ohne dass jemand auch nur den Motor angelassen oder die Dichtungen ausgetauscht hätte. Die mangelnde Qualitätskontrolle zieht sich also ganz natürlich von der russischen Rüstungsindustrie bis in die Armee selbst. Deswegen ist Russland in einer Art rüstungswirtschaftlichem Autismus gefangen und in dieser Hinsicht auch absolut effizient. Aber wenn es um Kreativität, Innovation und die Komplexität von Qualitätssicherung in der Massenproduktion geht, sind die Siloviki nicht in der Lage, Ergebnisse zu erzielen. Wir sehen also wieder einmal, dass zwischen den Erwartungen an die Siloviki und der Realität ein himmelweiter Unterschied besteht. Die Wahrheit ist allerdings, dass wir es in Russland bei weitem nicht das erste Mal mit diesem Phänomen zu tun haben. Wir könnten hier unzählige Beispiele aufzählen. Das Smartphone der russischen Firma Yota, an der ebenfalls Rostec beteiligt war und über das der damalige Präsident Medvedev sagte, es würde Apple bereits große Sorgen bereiten. Das Ergebnis? Zur versprochenen Produktion in Russland kam es nie und heute spricht überhaupt niemand mehr über dieses Produkt. Ein Paradebeispiel ist auch der russische Impfstoff gegen das Coronavirus Sputnik V. Auf dem Papier funktioniert der Impfstoff, das heißt, seine Entwicklung verlief durchaus erfolgreich, die Formel war korrekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber damals gab es eine weltweite Debatte über die Wirksamkeit des russischen Impfstoffs, doch heute redet niemand mehr über ihn. Er ist noch nicht einmal von der WHO zugelassen. Die Qualität der einzelnen Chargen, vor allem aus unterschiedlichen Fabriken, schwankte so stark, dass sich noch nicht einmal die Russen selbst das Zeug spritzen wollten. Und sie bekamen dieses Problem nie unter Kontrolle. Wir haben damals übrigens auch ein Video darüber gedreht, das ich euch verlinken werde. Womit wir es also in der russischen Rüstungsindustrie zu tun haben, sind ganz viele Fälle wie der von Sputnik V. Wir reden hier von Weltklasse-Kampfjets, die auf dem Reißbrett als Prototyp und in kleinen Stückzahlen technologische Wunderkinder sind, dann aber nicht die richtige Munition bekommen. Wir sprechen von Hightech-Panzern, die nicht in Massenproduktion hergestellt werden können, weil es im Land keine Zulieferer für kritische Bauteile gibt. Von Präzisionsraketen, die nicht so präzise sind, wie sie zu sein scheinen und so weiter und so fort. Im Grunde haben wir es mit lauter gescheiterten Projekten zu tun. Projekten, die für eine erfolgreiche Kriegsführung wichtig wären. Mit ihnen scheitert also auch der Krieg. Dabei gelang es Putins Entourage jahrelang, diese Schwachstellen zu verheimlichen. Aber jetzt, wo wir die Wirksamkeit dieser Waffen auf dem Schlachtfeld sehen, erkennen wir, dass sich all unsere Annahmen bezüglich der Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft bewahrheitet haben. Überspitzt ausgedrückt, Russland war nie mehr als eine große Tankstelle mit Atomraketen. Es bleibt also nur noch eine Frage und ich überlasse es euch, sie in den Kommentaren zu beantworten. Wie steht es angesichts der geschilderten Zustände wohl um Russlands nukleare Streitkraft? Wir alle wissen, dass Russland
Russland über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt. Putin hat sogar damit gedroht, es einzusetzen, auch wenn wir wissen, dass es sich nur um billige Einschüchterungsversuche handelt, da die Doktrin so etwas gar nicht zulässt und Putin ganz genau weiß, dass er ohne den Einsatz von Atomwaffen viel länger weiter regieren kann als mit ihm. Trotzdem wäre es eine durchaus interessante und ergründenswerte Frage. Funktionieren seine Atomwaffen wirklich? Was, wenn viele der Sprengköpfe unbrauchbar geworden sind? Diese müssen regelmäßig erneuert werden, da das darin enthaltene radioaktive Material dem steten Zerfall unterworfen ist. Sind die russischen Interkontinentalraketen wirklich so effektiv, wie der Kreml behauptet? Nun, natürlich will dies keiner wirklich auf die Probe stellen und sich auf diese Art von russischem Atomroulette verlassen. Daher sind es vor allem zwei Dinge, auf welche sich die NATO nun konzentriert, um Putins Atomarsenal zu entschärfen. Minutiöse Aufklärung und Verteidigung. So ermöglichen Sensorsysteme die Beobachtung jedes russischen Atom-U-Boots. Sobald es aus einem Hafen ausläuft, wird es sofort durch US-U-Boote verfolgt. Ähnliche Mechanismen existieren für jedes Silo und jede mobile Abschusseinrichtung. Schließlich hat die ausgezeichnete, fast lückenlose Aufklärungsarbeit der US- und UK-Geheimdienste in der Ukraine gezeigt, wie hoffnungslos die Russen auf diesem Gebiet mittlerweile unterlegen sind. Die Kombination all dieser Faktoren lässt das Risiko erahnen, dass Russland im Fall eines nuklearen Austauschs nicht in der Lage wäre, auch nur einen Bruchteil seines Arsenals erfolgreich einzusetzen. Aber dies ist schon wieder ein Thema für ein eigenes Video. Denn wie gesagt, was denkt ihr? Warum sollten die Atomwaffen eine Ausnahme bilden und nicht unter den gleichen Problemen leiden wie der Rest des russischen Waffenarsenals? Was sollte die NATO noch unternehmen, um Russland weiter von außen zu entwaffnen? Wie immer sind wir auf eure Beiträge schon sehr gespannt. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, ihr vielleicht auch etwas gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns hält, dieses Projekt weiterzuführen. Den PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.